Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns liebst, Herr. Und ich danke dir, dass wir uns jetzt versammeln dürfen da. Und ich bitte, dass du die Zeit segnest. Ich bitte, dass es klar wird, dass du sprichst, Herr. Und sprich du durch mich. Herr, benutze meine Worte, dass du groß wirst, Herr. Und sprich in unsere Herzen, Herr. Bitte bewirk dir das jetzt. Danke, Jesus. Amen. Stell dir vor, du arbeitest an einem großen Projekt mit. Und in diesem Projekt, da trägst du ganz viel Verantwortung. Ja, und du investierst der Zeit, ganz viel Fleiß und Schweiß steckst du in das Projekt. Und am Ende von dem Projekt, wenn alles fertig ist und die Fertigstellung davon wird gefeiert und es gibt ein großes Fest und die Menschen, die daran beteiligt sind, die werden alle geehrt und dürfen auf die Bühne kommen. Und jetzt stell dir vor, dass dein Name da überhaupt nicht vorkommt. Bei dem Projekt, wo du so viel hineingesteckt hast, wird der Name ausgelassen. Wie fühlst du dich da? Mir hat einmal wer diese Frage auch gestellt und mein erster Gedanke war, das will ich nicht. Ich will, dass mein Name da oben steht. Ich will, dass die Leute mich anschauen und mich beklatschen. Ja, vielleicht hast du gerade denselben Gedanken gehabt. Ja, und um das Thema, um Großsein in dieser Welt, um das geht es heute. Und wenn du die Bibel mit hast, kannst du das Matthäus-Evangelium aufschlagen. Im 18. Kapitel, die Verse 1 bis 5. Da steht: In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinen Namen, nimmt er mich auf. Also die Jünger, die kommen mit einer Frage zu Jesus. Ja, sie wollen wissen, wer ist der Größte in Gottes Reich? Und ich möchte ganz kurz nur erklären, Gottes Reich, was das genau ist. Gottes Reich ist nichts Zukünftiges, was erst kommen wird, wenn Jesus wiederkommt, sondern Gottes Reich ist durch Jesus Christus auf diese Erde gekommen und es ist jetzt schon unter uns. Das heißt, es betrifft uns, Gottes Reich. Es ist jetzt da. Und ich glaube, die Jünger, die wollten so unterschwellig ein bisschen auch wissen, wer der Größte von ihnen ist und wer vielleicht am meisten von ihnen im Gottesreich belohnt wird. Schließlich haben sie ihren Beruf aufgegeben, sie haben ihre Heimat aufgegeben und sie haben auch unter der Leitung von Jesus Wunder bewirkt. Aber an dieser Frage, da sehen wir, dass die Jünger sehr weltliche Auffassung und ein weltliches Verständnis von Großsein und von Wichtigkeit haben. Und das merken wir vor allem in Vers 2, wo Jesus zu ihnen sagt, wenn ihr nicht umkehrt. Ja, die Jünger, die sind mit ihrer Denkweise offenbar auf dem falschen Weg unterwegs. Und ich glaube, das Denken der Jünger, das spiegelt das Weltliche und das Menschliche wider. Und Jesus setzt dem Ganzen das göttliche Denken entgegen, die göttliche Sicht vom Großsein und von Wichtigkeit. Und so kommen wir zu meinem ersten Punkt. Das ist der Weg in das himmlische Reich. Ja, in den Versen 2 bis 3
Da erklärt uns Jesus, wie wir in dieses Reich hineinkommen können. Also Jesus geht am Anfang überhaupt nicht auf ihre Frage ein, sondern er macht ihnen klar, dass kein Mensch, der nicht wie ein Kind ist, in das Reich Gottes kommen wird. Im Vers 2 steht, und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in die Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Es geht um die Frage, wer ist groß, und Jesus holt da jemanden, mit dem wahrscheinlich niemand gerechnet hätte. Ja, ein Kind. Ja, damals war es so, dass ein Kind keine Ehre besessen hat. Ein Kind hat keinen Stand in der Gesellschaft gehabt. Ja, Kinder waren unwichtig. Ja, wir haben andere Erzählungen, wo die Jünger die Kinder nicht einmal zu Jesus lassen wollten. Ja, Kinder waren unscheinbar. Also man sieht schon, dass das Denken von Jesus radikal anders ist als das von den Jüngern. Und Jesus fordert die Jünger auf, so zu werden wie ein Kind. Sie müssen so werden wie dieses unscheinbare Kind, das keine Ehre und keinen Rang besitzt. Ja, warum? Ist das nicht was Schlechtes? Ja, wer will schon so einen Status haben? Ja, besonders heutzutage. Heutzutage ist doch jeder Mensch ein selbstschaffener und starker Mensch. Und ich glaube, Jesus verlangt es von den Jüngern und er verlangt es von mir und er verlangt es von dir. Ich glaube, ganz einfach, weil es die Wahrheit ist. Ja, was ich damit meine, ist das. Ja, wir leben in dieser Welt, die wir nicht gebaut haben. In einem Universum, das wir nicht erschaffen haben. In einem Körper, für dessen Entstehung wir nichts geleistet haben. Ja, wir erhalten Nahrung, obwohl wir den Wachstum von den Pflanzen nicht bestimmen können. Ja, sicher kannst du jetzt sagen, ich gebe den Samen in die Erde und ich tue es mit Wasser besprühen und ich tue es ernten. Ja, aber du kannst den Wind nicht beeinflussen und den Regen auch nicht und die Sonne auch nicht. Ja, wir atmen und wir können unsere Atmung nicht steuern. Die Erde dreht sich und wir können es nicht ändern. Die Sonne scheint und wir können sie nicht verdunkeln. Ja, mein Punkt ist der, alles, was wir haben auf dieser Erde, alles, was wir zum Leben benötigen, das kommt von etwas Externen. Darauf haben wir keinen Einfluss. Nichts davon ist in unserer Hand. Und wir können nichts davon kontrollieren. Ja, alles kommt von Gott. Jedes Detail, alles Große, alles Kleine, was dich und mich am Leben erhält, das liegt in Gottes Hand. Wir haben darüber keinen Einfluss. Und das ist nur das Körperliche. Das ist unwichtig im Vergleich zum Geistlichen. Wer kann dich vor der Sünde schützen? Wer kann deinem bösen Herzen Einhalt gebieten? Wer kann das sündige Verlangen stoppen? Wer kann das Böse in was Gutes verändern? Ja, ich kann es nicht. Und wenn wir ehrlich mit uns sind und wenn wir das glauben, was in der Bibel steht, dann müssen wir zugeben, dass wir unser Verlangen, das, wonach sie unser Herz sehnt, dass wir dem ausgeliefert sind. Ja, der Timo hat es vorher gesagt, was in unserem Herzen steckt. Ja, das ist ja die Frage, die Paulus im Römerbrief im 7. Kapitel aufwirft, wo er schreibt, denn als wir im Fleisch waren, da wirkt in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünde. Ja, was Paulus damit meint, ist, dass wir von Natur aus als Sklave von der Sünde sind. Also diese Welt ist voll mit Stolz, sie prahlt mit ihren Errungenschaften, mit ihren Siegen, mit ihren Fortschritten, aber sie vergisst dabei, dass sie eigentlich ein unscheinbares Kind ist
ohne Status und ohne Rang, ohne Würde. Ja, Kinder haben nichts, sie können nichts von sich selber heraus erschaffen, weder vollbringen. Ein Kind kommt nur dann vorwärts, wenn es aus der Hand von ihren Eltern empfängt. Und ein Kind, um das sich niemand kümmern wird, das wird sterben. Ja, es ist auf die Hilfe der Eltern angewiesen. Es braucht sie zum Leben. Und so wie ein Kind ausweglos und verzweifelt die Hilfe benötigt, so sind auch wir. Und die Frage ist, wer rettet uns? Wer kümmert sich um uns? Das ist auch die Frage, die Paulus dann im nächsten Kapitel in Römer 8 aufwirft. Er fragt, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und die Antwort ist, Jesus. Jesus wird dich retten. Jesus ist der Erlöser. Herr Jesus hat am Kreuz die Macht der Sünde gebrochen. Er hat die Strafe für die Sünde bezahlt. Er hat uns aus der Abhängigkeit der Sünde gerettet. Er hat uns aus der Sklaverei davon befreit. Herr, sie sagt schon, wir sind total abhängig von Gott. Er kontrolliert unser Leben, unseren Körper, ob wir leben oder sterben. Und nur er besitzt die Macht, uns vor der Sünde zu retten. Ja, wenn sich Gott zum Beispiel nur einen Bruchteil von einer Sekunde von uns abwenden würde, ja, dann würde alles aufhören zu existieren und wir werden hoffnungslos verloren. Und ich glaube, das ist, was Jesus da mahnt. Wenn wir diese Realität nicht anerkennen, dass wir zu 100% von Gott abhängig sind, dann werden wir nicht in das Reich Gottes kommen. Aber jemand, der sich dieser Wahrheit nicht beugt und sie nicht anerkennt, der stellt sie automatisch größer dar, als was sie in Wirklichkeit ist. Er stellt sich als stolzer Mensch dar, der die Realität nicht anerkennen will. Ja, wenn jetzt zum Beispiel ein Fußballspieler herkommt und er sagt, wow, ich bin der beste Fußballspieler auf der Welt und ich kann alles, alle Tricks, jeden Pass, jeden Schuss, dort wo ich hinschießen will, da kommt der Ball an. Ja, und er kann das alles sagen, aber wenn es dann ans Eingemachte geht und am Fußballplatz steht, dann sieht man, boah, der kann eigentlich gar nichts. Ja, er hat nur groß daher geredet. Ja, das mag jetzt alles vielleicht ein bisschen niederschmetternd wirken, auch wenn es die Wahrheit ist. Aber das Wunderbare ist, und das kommt dann auch noch nach in dem Text raus, dass Gott sich um solche Menschen kümmert. Ja, wenn wir im Psalm nachschauen, Psalm 72, die Verse 12 und 13, da steht, denn retten wir den Armen, der um Hilfe ruft, und den Elenden und den, der keinen Helfer hat. Er wird sich erbarmen des Geringen und des Armen, und das Leben der Armen wird er retten. Herr Darling, darin liegt unsere Hoffnung. Wenn wir diese Realität anerkennen, dann lasst uns Gott nicht nur am Boden liegen, sondern er wird sich um die kümmern. Er wird die erretten. Aber wenn du dich dieser Wahrheit widersetzt, ja, dann wirst du keinen Platz im Himmel haben. Weil wenn du dir dieser Abhängigkeit von Gott nicht bewusst bist, dann wirst du die dringende Notwendigkeit nach der Hilfe von Gott nicht herbeisehnen. Aber jemand, der das erkennt und sich das eingesteht, der wird mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Kraft nach Gott schreien, dass er ihn rettet.
Wenn du dich dieser Wahrheit beugst, ja, dann steht dir die Welt offen. Weil dann hast du Gott, in dessen Händen dein Leben ist und in dessen Hand das Leben von jedem Menschen ist und das Schicksal von jedem Menschen ist, an deiner Seite. Dann hast du ihn als deinen Vater, als deinen Verbündeten. Gott wird sich um dich kümmern. Er kümmert sich um die Niedrigen und um die Armen und um die Schwachen. Also Jesus sagt den Jüngern, was gebraucht wird, um überhaupt in dieses Reich zu kommen. Und jetzt beantwortet er die Frage von den Jüngern. Und es geht darum, wie verhält man sich in diesem Reich? Wie geht man in diesem Reich miteinander um? Also jetzt sind wir in diesem himmlischen Reich. Und dabei macht Jesus klar, dass im himmlischen Reich, da gelten andere Maßstäbe als auf dieser Welt. Während man in dieser Welt der Größte ist, wo man am meisten Geld hat, wo man am besten aussieht, wo man der klügste Mensch ist oder wo man sich vielleicht für das einsetzt, was gerade aktuell ist, dann gilt man in dieser Welt als groß. Aber in Gottes Reich, da gilt das Folgende. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Also das ist genau das Gegenteil von dieser Welt. Gottes Ansichten und die Ansicht der Welt, die stehen sich radikal gegenüber und in dieser Hinsicht gibt es keinen gemeinsamen Nenner. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, da wir jetzt schon zum Teil in Gottes Reich leben und es bereits unter uns ist, dann sollten diese Worte von Jesus unser Handeln und unser Denken und unsere Gemeinde jetzt schon bestimmen. Wir sollen uns jetzt schon danach sehnen, wie ein Kind zu sein. Und wir sollen uns jetzt schon erniedrigen, um wie ein Kind zu sein. Ja, das Herz von einem Christen soll nicht davon bestrebt sein, wie kann ich der Größte sein und wie kann ich am meisten bewundert werden. Genauso ist die Gemeinde kein Wettbewerb, wo wir versuchen, als Erster anzukommen oder ganz oben zu stehen oder wo der Konkurrent verdrängt wird. Sondern die Gemeinde ist eine Gemeinschaft. Also wie schaut das aus? Wie mache ich mich selbst zu einem Kind? Ich mag dafür ein Beispiel nehmen. Ich habe einmal bei einer Freizeit mitgearbeitet und für den Veranstalter dort war das die größte Freizeit, da war immer alles ausgebucht, alle Betten waren belegt und es sind Mitarbeiter von ganz Europa fast gekommen und die Teilnehmer auch. Und es war eigentlich eine ziemlich große Freizeit. Und da war ein Mann dabei, der hat diese Freizeit mehr oder weniger gegründet, so mit anderen, aber er war der Einzige, der noch dabei war. Und der Mann, der war aber mehr im Hintergrund. Er hat öfters Tipps und Tricks gegeben, aber er hat sich nicht eingemischt. Und mein Gedanke war da mal, wenn ich diese Freizeit aufgebaut habe, dann darf ja ich mitbestimmen, was da damit passiert. Dann kann ich sagen, wo es lang geht. Ja, aber das ist natürlich der falsche Weg und kein guter Gedanke. Ja, sondern dieser Mann, der hat für eine Zeit lang mitgearbeitet bei diesem Projekt als Leiter und hat die Verantwortung übernommen. Aber irgendwann hat es wer anderer gemacht. Ihm ist es nicht darum gegangen, dass sein Name da groß vorn steht, sondern ihm ist es darum gegangen, dass Gottes Name groß gemacht wird und dass Gott die Herrlichkeit zuteil wird. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für einen demütigen Menschen, der wie ein Kind Gottes ist. Weil Gott und sein Name wird verherrlicht. Das ist alles, was zählt. Ob mein Name in diesem Werk vorkommt oder ob ich dieses Werk leite für eine Zeit lang oder nicht, das ist unwichtig. Gottes Name soll erwähnt werden. Gottes Name soll am Schluss groß dastehen. Und sein Name soll bekannt werden.
Wenn ich mich da nur ganz kurz erwähnen, dass so zu leben wie ein kleines Kind, und vielleicht bist du auf das schon draufgekommen, das ist nicht einfach. Vor allem nicht in dieser Welt, die dir genau das Gegenteil sagt und nicht mit unserem Herzen, das immer als der Größte dastehen möchte. Ja, zum Beispiel bei mir ganz aktuell, wie ich mich für die Predigt vorbereitet habe, da habe ich mit diesen Gedanken gekämpft und selbst kurz vor der Predigt jetzt nur, da sind mir Gedanken durch den Kopf gegangen, wie, boah Daniel, wenn du da vorstehst, dann horcht jeder deine Worte. Alle Augen sind auf die. Ja, es ist ein Kampf. Es ist nicht einfach so zu leben wie ein kleines Kind. Ja, vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht in deiner Arbeit, vielleicht bist du Vorgesetzter von mehreren Mitarbeitern oder vielleicht in deiner Familie oder vielleicht auch in der Gemeinde, so wie es mir ab und zu geht. Dann mag ich dich und mich und uns alle ermutigen, lasst uns klein werden, dass Gottes Name groß wird. Ja, bitten wir Gott darum, dass er uns das schenkt. Ja, weil letztendlich wird uns Gott dafür belohnen, er wird dich dafür erhöhen, wenn du die Kleinen machst. Ja, deswegen bete und hoffe, dass diese Worte in dem Vers 4 hilfreich sind und dass sie bewirken, wozu sie dastehen. Ja, bitte verstehe mich jetzt nicht falsch. Vielleicht denkst du jetzt, jetzt brauche ich zu gar keinem Menschen mehr hingehen und ihm Danke sagen für das, was er macht, weil vielleicht fühlt er sich dann groß. Ich finde es gut, wenn wir das machen, wenn wir die Leute Danke sagen für das, was sie in der Gemeinde leisten. Sei es für den Beamerdienst, sei es für die Musik, sei es die Stühle stellen, sei es der Kinderdienst, sei es, wer das Essen gemacht hat für heute. Sei es, wer das, weiß ich nicht, ob das wer macht, aber falls wer putzt. Danke dafür, für diese Sachen alle. Es ist wichtig. Ja, aber es geht mehr darum, dass wir in unserem Herzen nicht noch sehnen, der Größte zu sein. Ja, sondern dass wir zufrieden sind, wenn unser Name nicht groß gemacht wird und wenn unser Name ausgelassen wird von diesem großen Projekt und wenn wir nicht erwähnt werden. Also Jesus sagt den Jüngern, wie sie in das Reich kommen. Er sagt ihnen, wie sie sich dort untereinander verhalten sollen und was es da für Regeln mehr oder weniger gibt. Da soll es aber nicht stehen bleiben. Weil jetzt soll der Blick raus aus dem Reich gehen, hin zu den Kindern, hin zu den Hilfsbedürftigen, hin zu den Armen in dieser Welt. Das Reich Gottes ist nichts Exklusives, sondern das, was wir in diesem Reich haben, das sollen wir nach außen tragen und bringen. Ich frage mich ab und zu, und ich mag die Frage ein bisschen die weitergeben jetzt, ich frage mich ab und zu, was wäre, wenn jetzt zum Beispiel heute am Abend ein Fremder zu mir kommt, kurz vorm Schlafen, gell? Und sagen wir, er schaut aus wie ein Obdachloser und er sagt zu mir, hey, hallo, ich brauche bitte Hilfe. Ich brauche halt einen Platz zum Schlafen oder ich habe nichts zum Essen oder ich muss unbedingt nach Wien oder irgendwo weit weg. Und nehmen wir an, das ist kein Scam-Versuch, sondern du merkst, dieser Mensch, der braucht wirklich Hilfe. Ja, darfst du lange überlegen, würdest du ihm der Couch zum Schlafen bieten? Würde ich ihm was zum Essen kochen? Würde ich ihm jetzt nach Wien führen oder wo er immer hin muss? Ja, wenn aber jetzt zum Beispiel John Piper heute am Abend vor meiner Tür steht oder mein Lieblingsspieler und er fragt mich genau dasselbe, ja, dann darf ich nicht lange überlegen. Weil der darf sofort in meine Wohnung, dem koche ich sofort auf ein Festmahl. Ja, dabei soll es ja genau umgekehrt sein. Wenn ein Hilfsbedürftiger von mir Hilfe braucht,
dann sollte ich sofort bereit sein, ihm zu helfen. Ja, wir sind bereit sein zu helfen, weil erstens einmal Jesus uns geholfen hat. Er hat zu meinem ersten Punkt zurück. Wir waren diese Hilfsbedürftigen. Wir sind diese Hilfsbedürftigen, die Gottes Hilfe brauchen. Er hat uns aufgenommen. Und wir sollen das nicht für uns behalten, sondern wir sollen es weitergeben. Ja, wir waren die Schwachen und die Armen, aber Gott hat uns seine Gnade erwiesen. Und der zweite Punkt ist, wenn wir jemanden aufnehmen, so einen unscheinbaren, einen Hilflosen, wie ein Kind, wenn wir dann helfen oder wenn wir ihm nur ein Glas Wasser anbieten, ja, dann ist es so, wie wenn du das zu Jesus tust. Dann ist es so, wie wenn du Jesus in der Wohnung aufnimmst. Dann ist es so, wie wenn du Jesus hilfst. Dann ist es so, wie wenn du Jesus ein Glas Wasser anbietest. Und ich glaube, das sollte ein Merkmal von uns Christen sein und von der Gemeinde. Das sollte ein Merkmal von diesem Reich sein, dass wir bereit sind, um solche Menschen zu kümmern. Ich glaube, das war grammatikalisch richtig. Also wir sollten bereit sein, dass wir uns um solche Menschen annehmen. Und die Bibel ist voll damit. Im Alten Testament schon, Gott hat viele Gebote gegeben, dass sie die Menschen damals um die Armen kümmern sollen. Genauso im Neuen Testament. Wenn du in die Geschichte schaust, dann gibt es so viele Beispiele von Menschen, die aufgrund dieser biblischen Wahrheiten sich um schwache Menschen angenommen haben und die Großes bewirkt haben, die den Lauf der Geschichte verändert haben. Ja, und es gibt kleine Beispiele von Menschen. In Kanada kenne ich zum Beispiel Familie, die haben, jetzt muss ich kurz überlegen, aber die haben 4 eigene Kinder und 2 Adoptivkinder. Und sie haben ein kleines Haus, alle Zimmer sind schon belegt, ein Zimmer ist, glaube ich, sogar doppelt belegt. Und es war dann einmal so, dass sie haben so ein Notfallbaby aufgenommen, das irgendwo weggenommen worden ist und das ganz rasch irgendwo einen Unterschlupf gebraucht hat. Und das ist dann zu Erna gekommen. Und letzten Endes ist es darauf hinausgelaufen, dass das Kind so lange dort geblieben ist, dass sie gesagt haben, es ist jetzt nicht mehr gut, wenn wir das wieder hergeben. Und Erna Motivation war, ja, wir wollen uns um diese Menschen kümmern. Wir wollen diesen Kind zu Hause geben. Aufgrund von diesen biblischen Wahrheiten. Ja, vielleicht ist dir jetzt gerade wieder eingefallen in deinem Leben oder dem du helfen kannst. Ja, mir ist beim Vorbereiten wieder eingefallen und ich habe dann gestern extra eine Nachricht weggeschickt, dass ich ihm hilf. Weil wenn ich es nicht gleich mache, dann vergiss ich es. Und falls dir wieder eingefallen ist, dann mag ich dich ermutigen, schick gleich nach dem Gottesdienst eine Nachricht weg. Ja, wir mögen uns alle ermutigen, dass wir da noch leben, dass wir bereit sind, auch wenn es uns gerade nicht so reinpasst, dass wir Hilfe anbieten an die Bedürftigen. Ja, und eine Sache mag ich nur kurz erwähnen. Ich finde, in dieser Gemeinde, da wird es schon sehr gelebt. Ich finde es schön zu sehen, weil ich glaube, wenn man jetzt wieder nach vorne kommen würde und er dazu sagen, wir brauchen nächste Woche wen, der den ganzen Tag den Boden schrubbt und das Klo putzt. Ich glaube, dann findet sie relativ schnell wer. Oder wenn jetzt wer nach vorne kommen würde und sagen, hey, wir brauchen ein Bett oder wir haben eine Person, die jetzt Unterschlupf braucht. Ich glaube, bei uns findet sie, meldet sie schnell wer. Und das freut mich. Und das finde ich echt schön. Also die Abhängigkeit von Gott, die ist notwendig für das himmlische Reich. Und in diesem himmlischen Reich, da gelten Gottes Maßstäbe. Und aus all dem soll Liebe für die Armen und Schwachen entstehen, die wir hinaustragen in die Welt.
Jesus, ich danke dir, dass du uns errettet hast. Ich danke dir, dass du alles in deiner Hand hast und dass du uns nicht fallen lässt, Herr. Ich danke dir, dass du dich um uns kümmerst, Herr, dass du uns liebst und uns versorgst. Herr, ich mag dich bitten, dass uns das allen bewusst wird, immer wieder, dass wir das nicht vergessen, dass wir von dir abhängig sind in allen Aspekten zu 100%. Und ich mag dir bitten, dass wir das Leben untereinander, bitte hilf uns, dass wir und vor allem ich, Herr, du siehst es in meinem Herzen, wie oft ich mir nur noch sehen, groß zu sein. Herr, bitte schenk es, dass wir nicht so denken, sondern dass wir so denken wie du. Und ich mag dich bitten, ja, lass uns echt das Segen sein für Menschen, die Hilfe brauchen. Lass uns bereit sein zu helfen und unsere Zeit zu investieren. Darum bitte ich dich. Bitte segne uns, Herr. Danke. Amen.